Dann jetzt noch ein Pflanzenmittel. Diesmal mit dem Arzneimittelbild und einer DD hinterher. Gelsemium. Gelsemium sempervirens. Ein Mittel, was ich hauptsächlich für den Akutzustand kenne oder für akute Situationen, nicht so sehr konstitutionell. Aber vielleicht gucken wir da auch zu selten vielleicht dahinter. Oder ich glaube, Gelsemium ist auch ein Mittel, wo wir schnell eventuell reinkommen können durch bestimmte Ätiologien, auf die ich nachher noch zu sprechen komme. Es ist der gelbe wilde Jasmin. Ihr seht hier auf den Bildern zwei Fotos, der erstmal sehr mächtig aussieht, sehr Entschuldigung, sehr voluminös. Er kommt hauptsächlich vor in Amerika und ist sozusagen über das große Wasser zu uns gekommen mit diesen feinen, zarten, hübschen gelben Blüten. Will ich gerade mal gucken, aber er will nicht so wie ich will. Doch, da. Die Blüten und Blätter, die also an so einen langen, ja, lianähnlichen Zweigen wachsen, der Länge nach, die können ganz lange Lianen halt bilden. Da seht ihr auch noch mal die Blüten an und für sich. Wir wollen ja immer so ein bisschen von der Signatur der Pflanze dann eventuell auch auf die Idee kommen, bildlich, was macht es mit dem Menschen oder welche Ähnlichkeiten finden wir sowohl in der Signatur der Pflanze als auch später in dem Arzneimittelbild. So sieht also die Pflanze sozusagen halt aus, hat so lanzettenförmige Blätter in Grün. Gelsemium kann weiße als auch gelbe Blätter haben. Das Ganze botanisch sozusagen nur gemalt, sieht dann nochmal so aus. Ich fand das Bild für mich nochmal sehr interessant. Wir reden also hier von der Carolina-Jasmin. Es hat nichts mit dem Jasmin bei uns hier in unseren Breitengraden zu tun, mit der Jasmin-Pflanze. Aber ich bin halt auch jemand, der braucht immer gut ein Bild, was ich habe, um mir eine Idee vielleicht daraus zu bilden, was könnte an Problemen auftreten, sozusagen im Arzneimittelbild. Dieser Jasmin, dieser Gelsemium-Jasmin, ist ein Lianengewächs, kann bis zu 6 Meter hoch werden. Es hat seit einiger Zeit auch eine eigene Familie. Vorher, es ist botanisch also verwandt mit Nux vomica und Ignatia. Und seit einigen Jahren gibt es aber eine eigene Familie von diesem Jasmin. Das ist die Familie der Gelsemicaceae. Da fallen 3 Arten runter, die alle sozusagen Gelsemium-Pflanzen sind. Da es aus Amerika kommt, aus den Breitengraden, wo es nicht wirklich Winter gibt, ist es eine immergrüne Kletterpflanze, die von innen her immer mehr verholzt. Sie hat einen angenehmen Duft, so ähnlich kennen wir das von unseren Jasminpflanzen hier in unseren Breitengraden auch. Die Blüte hat diese 5 gelben Kronenblätter, wie ihr eben auch auf den Fotos gesehen habt. Die Stängel sind nicht behaart und die Blüten, aus den Blüten bilden sich dann auch diese Kapselfrüchte und daraus entstehen die Samen. Die Pflanze ist grundsätzlich in allen Einzelheiten stark giftig, also wenn man davon was essen oder zu sich nehmen würde, treten starke Vergiftungserscheinungen auf und das homöopathische Arzneimittel, von dem wir heute auch sprechen, wird aus dem Wurzelstock gewonnen. Was mir an diesem Bild so besonders gut nochmal gefallen hat, ist, ihr werdet es nachher bei den Symptomen und bei der Ätiologie sehen, dass hier deutlich erkennbar ist, dass der Wurzelstock eigentlich sehr gut im Boden verhaftet ist. Also es ist ein knochiger, stabiler Wurzelstock. Aber diese Lianen, die da sich rausschlängeln und ranken und natürlich auch zum Licht wollen, Gelsemium hat auch sowas,
verlangen nach Licht und sich natürlich aufrichten wollen, wie eigentlich alle Pflanzen, die sind alles andere als stabil. Also sind sogenannte Lianen und die sind immer abhängig davon, an wem sie sich hochranken können. So. Und das war so dieses, wir finden bei Gelsenium eigentlich auch bei dem Gegenüber in der Konstitution eine gute Verankerung. Eigentlich sind die gut verwurzelt, aber sind auch unglaublich ängstlich. Aber wir können halt in bestimmten Auslösersituationen schnell eventuell auch in einen Gelsenium-Zustand reinkommen. Also mir half sozusagen das Bild, wenn mir von außen was begegnet und ich kriege einen Schreck zum Beispiel, dass diese Lianen dann auf einmal so, als wenn die sich erschrecken, loslassen und dann fällt diese Pflanze in sich zusammen. Diese Lianen sind davon abhängig, diese Pflanze richtet sich an anderen auf. Die verankern sich und brauchen also immer Halt von außen, um sich aufzurichten, um sich irgendwo hochzuhangeln. Sag mal, Marion, war das nicht bei Ignatia auch so? Wir haben das, Bryonia wäre auch sowas. Bryonia ist auch so ein Mittel, was sich immer irgendwo hochrankt. Genau. Und deswegen ist halt Gelsenium ist mit Nux vomica und Ignatia botanisch auch verwandt. Also sowohl auch mit dieser neurologischen Reaktion, also mit Nervensachen, mit Nervenschädigungen, mit Lähmungserscheinungen, genau, finden wir da alles wieder. Wir haben bei Gelsenium die große Ätiologie, Folge von Zorn, Folge von Schreck, Folge von Kummer, also schlechte Nachrichten, furchtbare Nachrichten, als halt auch die Erwartungsangst. Auch hier finden wir bei Gelsenium die Erwartungsangst. Und es kann uns eventuell begegnen, dass unser Gegenüber so Worte fallen lässt wie, boah, mir sitzt was im Nacken, ich sitze in der Falle, mich packt einer im Nacken, ich bin wie vernagelt, ich bin kopflos, ich habe ein Brett vorm Kopf, ich habe eine Denkblockade. Also auch Gelsenium, ein großes Prüfungsmittel. Wir hatten ja vorhin, habe ich ja gesagt, Gelsenium ganz ähnlich wie Argentum Nitricum in gewissen Bereichen. Also auch ein Blackout, auch bei Gelsenium. Absolute Leere. So kann es Anacardium auch empfinden, eine absolute Leere in sich zu haben, etwas nicht zu wissen. Und Gelsenium reagiert jetzt aber körperlich auf diese Ätiologie mit, Entschuldigung, mit einer Starre. Die gehen total in die Starre, die gehen in eine Bewegungslosigkeit und können so gar nicht mehr reagieren. Also können so gar nicht mehr irgendwie flexibel sein, da kann also alles, da kann alles versagen, da kann die Stimme versagen, sie wissen irgendwie nichts, sie wissen nichts, wo es lang geht. Es kann zum Zittern kommen, ausgeprägte Schwäche, bis hin zu Lähmungserscheinungen, also auch Erschlaffung. Die Patienten, also wenn ich mal davon ausgehe, dass Gelsenium schon auch im akuten Zustand natürlich Menschen betrifft, die eine gewisse Konstitution mit sich bringen und dafür anfällig sind, dann finden wir da im Gegenüber auch Klienten, die eher nervös sind, die eher unruhig sind, die eher schon sich immer Gedanken machen, was könnte passieren, die sensibel sind, die eher zurückhaltend schüchtern sind. Und auch da haben wir, wenn ich so eine Grundnervosität in mir trage, weil ich halt immer so ein bisschen unsicher bin, was mir begegnen kann, komme ich auch immer leicht in so eine Form von Reizbarkeit rein. Also es geht durchaus diese Kombination von unsicher, schüchtern sein und dennoch reizbar.
weil halt mein Nervensystem einfach angespannt ist, prinzipiell. Sie sind ansonsten eher vom Selbstvertrauen auch niedrig aufgestellt, könnte vielleicht auch so ein bisschen feige wirken, wobei das finde ich immer relativ. Das Symptom Feigheit oder auch mutig zu sein, ist immer relativ, finde ich, von dem Punkt aus, von dem man aus losgeht. Und anhand dieses Liangewächses ist dann auch nochmal schön die Furcht, die Gelsemium auch hat, Furcht zu fallen. Weil wenn ich halt loslasse, dann fällt diese Pflanze in sich sozusagen zusammen, diese Lianen fallen in sich zusammen. Könnte also eventuell auch bei Kindern eventuell sein, nach solchen Situationen, dass die sich dann halt auch anklammern. Ob es Mamas Rock ist, Mamas Hose ist, wenn es etwas gibt, wovor sie Furcht haben oder Erwartungsangst haben, dass die sich irgendwo festhalten wollen. Die suchen also Halt. Jasmin, der Gelsemium, braucht Halt. Von der Wirkung her begegnet uns Gelsemium halt eben auf allen Schleimhäuten, also dementsprechend auch bei Erkältung, bei grippalen Infekten, bei allem, was auch mit den Atemwegen zu tun hat, fiebrige Erkrankungen, ja auch durchaus mit hohem Fieber, 39,5. Dieses Krankheitsbild entwickelt sich aber eher langsam. Also es ist nicht so wie Aconit oder Belladonna, wo das Fieber sofort hochschießt, sondern Gelsemium entwickelt sich langsam, wenn es zum Fieber kommt und hält dann aber auch länger an. Es kommen Kopfschmerzen mit hinzu. Vom Hinterkopf über die Augen bis hin zu Sehstörungen. Also ich sag mal, grippale Symptomatik, wie es oftmals pathognomonisch ist bei fiebrigen Erkrankungen. Ich hatte aber Anfang des Jahres auch eine Situation von einer Freundin, die eigentlich nur subfebrile Temperaturen hatten, wo nicht wirklich was greifbar war. Und ich auch erst nur mit Oscillococcinum begonnen habe, weil ich auch nur mit ihr telefoniert habe und geschrieben habe. Und dann auch erst am dritten Tag mir sozusagen das Symptom dann klarer war oder das Ausgeprägte, was sich zeigte, war eine Schwäche. Gelsemium hat eine ganz ausgeprägte Schwäche. Die schleppen sich wirklich nur vom Bett zum Sofa und sinken auf dem Sofa wieder in sich zusammen und ruhen. Das war somit das Hauptsymptom eigentlich. Alles andere war nicht so wirklich greifbar. Und die Schwäche bezieht sich wirklich auf alles, also auch auf die Augen. Also die Augen fallen zu, weil die Augenlider so schwer sind. Da ist eine Benommenheit, da ist eine Schläfrigkeit, ein Zerschlagenheitsgefühl. Also da erschlafft oder da erstarrt oder wie auch immer alles. Ich hätte zwar so die Idee und habe so gedacht, okay, ich mache mal die Augen zu, dann sehe ich nicht, was da kommt. Das wäre auch so was Typisches, was eventuell zu Gelsemium passen könnte, so wie Kinder manchmal das machen. Sie halten sich die Augen zu und dann meint man, man sieht sie nicht oder man sieht irgendwas Schlimmes nicht, was einen beunruhigt. Es kann also halt eben auch zu Zittern kommen, es kann zu Krämpfen kommen. Gelsemium wirkt halt auf die Motorik. Das, was wir ja bei Vergiftungserscheinungen oft eventuell auch haben, dass es bis zur Atemlähmung kommen kann. Das ist dann das, was einen sozusagen halt töten kann, wenn die Vergiftung ausgeprägt ist. Weshalb man Gelsemium auch durchaus als Mittel nimmt in Amerika, um zum Beispiel Fische zu fangen. Also diese Lähmung, die dann im Gegenüber auftritt, macht man sich zu nutzen bis hin zur Atemlähmung. Bei Gelsemium finden wir jetzt auch den Durchfall vor Prüfungen. Also dieses wortwörtliche "Ich hab Schiss" führt dazu, dass ich das, was mir zu viel ist, kann ich nicht kontrolliert abgeben. Also da steckt was drin in dem umgangssprachlichen
Schiss zu haben. Und das halt vor Prüfungen oder allgemein vor Versagensängsten oder in einer weniger Versagensängsten als diese Erwartungsangst. Das muss nicht zwingend eine Prüfung sein. Das kann auch genauso gut ein Krankenhausaufenthalt sein. Das könnte auch ein Arztbesuch sein. Etwas, wo ich einfach die Erwartung, meine Angst ist so groß davor, dass ich halt mit Durchfall reagiere. Bei Prüfungen... Marion, darf ich kurz fragen zu dieser Erwartungsangst? Ist das immer bezogen auf Dinge, wo man schlechte Sachen erwartet? Wie zum Beispiel jetzt, wie du es gesagt hast, Operationen oder eben auch Prüfungen? Oder kann so eine Erwartungsangst auch aus positiven Ereignissen entstehen bei der Sinne? Also ich glaube, dass eine Erwartungsangst immer dann zustande kommt, wenn ich mir überhaupt zu viel Gedanken darum mache, was passieren könnte. Egal in welche Richtung. Also auch bei Date oder bei einem Hauskauf. Eigentlich Dinge, die gut funktionieren, also die eigentlich Grund zur aufgeregten Freude sind, auch da. Ja, also ich denke schon immer eher, es ist was Negatives. Bei Gelsemium kann ich mir allerdings vorstellen, diese Idee, dass ich nicht flexibel reagieren kann. Also wenn du an die Pflanze denkst, die sich da festhält, dann könnte das sowas sein, dass ich so ein bisschen in mir eine Struktur habe, an der ich festhalte. Alles, was jetzt Neues kommt von außen, könnte dazu führen, dass ich irgendwelche verlässlichen Strukturen vielleicht verändern müsste, könnte, eine andere Sichtweise kriegen. Und es gibt einfach Menschen, denen das Angst macht. Ohne jetzt zu unterscheiden, ob positiv oder negativ. Aber es ist was Neues. Also das geht tatsächlich um das Neue. Genau, dieses vielleicht so eine Unsicherheit, kann ich damit umgehen? Also weniger um das, was von außen kommt, sondern bin ich in der Lage, kann ich damit umgehen, was macht es mit mir? Und je unsicher ich aufgestellt bin, umso mehr mache ich mir natürlich Gedanken darum, was es mit mir macht. Wenn ich dazu neige, in so eine Starre zu verfallen, dann könnte alles Positive auch eine Starre sozusagen in mir auslösen, weil ich erstmal wie erstarrt bin. Ja, gibt es so eine Idee? Okay. Und was wir vorhin auch hatten, das ist halt eben auch was, was bei Argentum Nitricum ganz groß kommt, auch Gelsemium ist ein Geburtsmittel. Also es geht wirklich darum, etwas in die Welt zu bringen, etwas auf die Erde zu bringen, eine Idee, was Neues, mich dem zu öffnen. Also Gelsemium, wenn unter der Geburt der Muttermund ganz rigide ist, ganz fest ist und sich nicht öffnet. Wenn die Mutter eventuell auch in der Schwangerschaft einen Schreck kriegt und dann die Geburt losgeht. Also da ist dann immer so dieses Schreckgeschehen Folge von. Und dann wäre das halt auch sowas, dann lässt die Mutter vielleicht los, aber die Geburt ist eigentlich noch nicht so weit. Also das Kind ist eigentlich noch nicht so weit. Oder halt eben auch der Muttermund ist zu fest. Also dem zu vertrauen, dass die Geburt jetzt gut läuft, dass es dem Kind gut geht und mir. Könnte auch so ein Gelsemium sein. Also immer, wenn etwas geboren werden soll. Und ob das jetzt eine Prüfung ist, ob das ein Theaterauftritt ist, ob das eine Idee ist, was ich umsetzen will, ob das eine Aufführung ist, ob ich mich selbstständig machen will oder ich nach außen trete mit etwas, was nur ich mache, was ich in die Welt bringen will, dann könnte das sowas sein. Es gibt also diese Idee bei Gelsemium, dass es den Archetyp des Anfangs. Also auch hier haben wir das, was wir vorhin hatten, dieses der erste Schritt. Also ich muss mich in Bewegung setzen. Alles ist besser, wenn ich aus dieser Starre rauskomme. Oder Hans-Jürgen 18 hat es mal betitelt als Anfangsschwelle. Also in Bewegung einmal auf die Stufe und sozusagen dann wird es besser, weil dann
erlebe ich was. Gelsirium hat prinzipiell Angst vor dem Neuen, was das Neue mit sich bringt. Und ganz egal, was vielleicht in der Ideologie dahinter liegt, ob das eine fehlende Inkarnation ist oder nicht, sei dahingestellt. Ich glaube, dass wir alle, also ich kann mir gut vorstellen, dass wir alle bei unterschiedlichen Ideologien, was Zorn, was Schreck, was sonst was anbelangt, immer in die Situation reinkommen, dass wir uns wie erstarrt fühlen, dass wir für eine Zeit lang nicht wissen, wo es eventuell lang geht, der Kopf leer ist, man wie vernagelt ist und man gar keine Idee hat, wie ich da vielleicht aus dieser Falle rauskomme. Aber ist es halt etwas, was mir immer wieder begegnet oder ich komme da in gar nicht mehr raus, ich sehe gar kein Licht am Ende des Tunnels, sondern es bleibt dunkel, dann ist das was, wo durchaus eventuell Gelsemium mir halt helfen kann, aus dieser Starre rauszukommen, dass ich überhaupt was fühlen kann, was denken kann, dass ich mir vielleicht Hilfe suchen kann, dass ich Leute ansprechen kann, wenn ich es alleine nicht schaffe, dass ich mir den Halt wieder suchen kann. Also wenn man an diese Pflanze denkt, wenn der eine Halt jetzt vielleicht nicht da ist, dass ich mir einen neuen Halt suche. Dass ich mich umschauen kann, dass ich die Augen öffnen kann und dann gucken kann, okay, wo geht's jetzt lang? So, die Modalitäten nur ganz kurz vielleicht nochmal von Gelsemium, was die haben, da kommt es wieder ähnlich an Nux Vomica, besser Alkohol und Kaffee, was auch immer das vielleicht anregt. Frische Luft, häufiges Wasser lassen, da hätten wir jetzt psychosomatisch wäre ja dann die Blase auch das Organ oder unser Nierensystem, was mit Gefühlen einhergeht und da ist einfach viel Druck angestaut, viele Gefühle angestaut, es ist erstarrt und wenn das ins Fließen kommt, wird es besser. Schwitzen bessert. Auch bei Gelsemium, also auch im Fieberschub, unter Fieber, Schwitzen bessert. Und Augen schließen, ja, das passiert sozusagen in dieser ausgeprägten Schwäche automatisch. Die möchten in Ruhe gelassen werden, sie möchten nicht gestört werden. Das ist ähnlich so, wie wir das bei Bryonia vielleicht auch kennen. Die wollen auch keinen sehen. Die wenden sich ab, die wollen ihre Ruhe haben. Auch Gelsemium ist eher durstlos. Und da können halt eben auch im Magen-Darm-Bereich Diarrhöen auftauchen. Also ich gebe halt was ab. Das, was angestaut ist, gebe ich auch über den Darm ab. Schlechter macht es Nässe, Kälte, meistens auch nachmittags. Und in der Mitte der Nacht, nun könnte man natürlich sagen, auf der einen Seite in der Mitte der Nacht beginnt ein neuer Tag. Aber die Nacht ist natürlich mit der Dunkelheit, wenn ich schon das Gefühl habe, ich stecke im Tunnel und ich sehe kein Licht, ist natürlich die Nacht nochmal eine besondere Herausforderung. Gerade vielleicht auch mit dem Schlafen wollen, mit dem Loslassen. Und da hätte Gelsemium so ein ganz typisches Symptom, typische Angst, dass das Herz stehen bleiben könnte. Sodass dann, also Gelsemium meint dann halt, das Herz bleibt stehen und ich muss mich halt bewegen, damit das Herz nicht stehen bleibt. Die stehen dann also eventuell auch nachts auf und laufen dann umher. Ansonsten ist natürlich, wie man sich vorstellen kann, da das ja eine nervliche Belastung ist, alles was emotionale Aufregung bringt, macht es natürlich schlechter. Die wollen ihre Ruhe haben. Was zumindest erstmal so Erkrankungen, fieberhafte Erkrankungen angeht. Aber vielleicht auch in anderen Schockzuständen kennen wir das ja auch. Manche gehen sofort los, müssen was tun. Andere rufen sofort irgendjemand an und müssen dann erzählen, wie es ihnen geht. Und Gelsemium braucht dann auch erstmal diesen Schritt zurück, erstmal in die Erstarrung und gehen dann, um zu gucken, okay,
im Idealfall, wenn sie da allein wieder rauskommen, wo kann ich mir neuen Halt suchen, wer kann mir helfen? So, das kurz und knapp zu Gelsenium. Eine Frage dazu, Melanie? Nein, danke. Ich habe schon gestellt. So, jetzt nur mal ganz kurz hier nochmal, das wäre auch so ein Bild. Es ist der klassische Angsthase. So, der zittern vor seinem Feind oder wie auch immer. Ne, das ist so dieses Bild. Erstarrt und kann sich halt nicht mehr bewegen, kann sich vom Feind nicht bewegen, gar nichts. Also wir finden ja dieses Zittern auch durchaus bei manchen Erkrankungen. Parkinson-Erkrankung wäre typisch, aber wenn zum Beispiel auch da eine Situation ist, wo es vorher nicht war, auch bei Zittern und es kommt zu so einer Folge von Schreck, eventuell auch da an Gelsenium denken. Also alles, was mit Neuralgien oder gerade Erkrankungen, die mit Krämpfen und mit Zittern einhergehen, wenn es da so eine Ätiologie gab. Also Gelsenium für den ersten Schritt. Dann habe ich euch kurz nur noch mal, bevor ich dann kurz auf die DD von Gelsenium eingehe, hier noch mal nur eine Seite gemacht, wo verschiedene Prüfungsmittel drauf sind. Und dann ist es jetzt sozusagen, was auch immer für uns eine Prüfung ist, ob das jetzt ein Vortrag ist oder ob es eine Bewerbung ist oder sonst was. Egal, ich habe euch unter den Mitteln kurz auch nochmal dann aufgeschrieben, was eventuell so das die Hauptsymptomatik sein könnte. Also da kommt Gelsenium ins Spiel mit diesem Zittern, Blackout, mit der Schwäche, mit Schwindel und mit Durchfall. Lycopodium reagiert aber eher dann zornig, vielleicht auch diktatorisch, eher mit Bauchschmerzen, aber nicht so sehr mit Diarrhöen. Die haben einfach Angst. Da kommt eigentlich die Angst vor Blamage in der Prüfungssituation. Anacardium, wie wir vorhin hatten, durch dieses ganz niedrige Selbstwertgefühl, schlechte Merkfähigkeit, also eigentlich können sie super toll lernen, aber das kann mit einmal auch wieder weg sein und dann ist der Kopf leer, weil da eben auch einfach, sie sind nie anerkannt worden, sie haben nie eine Anerkennung und das ist in ihnen auch gar nicht verankert. Agentum Nitricum hatten wir vorhin halt eben auch mit Versagensängsten. Die haben auch durchaus Durchfall, Herzklopfen, Wasser lassen. Das kann bis ins Panische gehen, dass sich eventuell Agentum Nitricum der Prüfung auch gar nicht stellt. Also die gehen dann eventuell auch gar nicht erst hin. Acidum Fos kommt dann sozusagen damit rein, aber eher ein Mittel, was sozusagen über längere Zeit sich eventuell entwickelt hat durch vieles langfristiges Lernen. Eine Form von Gedächtnisschwäche, weil dann ist der Kopf einfach voll. Die sind lernmüde. Die sind dann eventuell auch schon so teilnahmslos, da ist dann irgendwie alles egal. Silicea, durchaus auch interessant bei Prüfungen. Die hätten dann halt auch Angst vor der Öffentlichkeit allgemein, dass sie sich da zeigen müssen. Auch Angst, nicht gut genug zu sein, auch wenn Silicea lernen kann ohne Ende. Also fleißig ist, ein hohes Niveau erreichen kann, das selber aber nie so sieht. Eben auch sehr schüchtern und immer dann meinen, irgendwas fehlt bestimmt, irgendwas reicht dann doch wieder nicht. Eventuell auch sogar mit Blackout, dass sie das vergessen oder dass sie nicht durchhalten. Nux vomica, aber dann mehr mit diesem zornigen, ungeduldigen, was das vielleicht das Ganze sowieso soll und das mit der Prüfung und das ist ja sowieso alles blöd. Die können auch super nervös sein, gehen auch gerne in den Widerspruch. Und was eventuell noch so bei Hirnmüdigkeit, geistige Schwäche im Vorfeld vielleicht auch sein könnte, in der Vorbereitung zu einer Prüfung könnte auch Acidum Picricum sein. Da ist es dann aber eher so dieses Gefühl, ich kann sowieso nicht denken und ich kriege das sowieso halt nicht hin. Also nicht eventuell direkt in der Prüfung, aber falls es auf eine Prüfung hingeht.
Das bleibt ja sonst in der Aufzeichnung auch drin, Melanie. So, jetzt kurz noch die DD zu Gelsenium. Das, was mir eigentlich als erstes eingefallen ist, wo ich gar nicht dachte, dass es als DD in Frage kommt, ist die Reaktion der Erstarrung, dieses Teilnahmslose, diese Schwäche, diese Trägheit, dieses Wie-gelähmt-Sein finden wir auch im Arzneimittelbild von Opium. Auch Opium könnte eine Folge von Schreck oder Zorn haben. Bei Opium finden wir das Ganze dann auch somatisch, dann aber weniger mit Zittern, sondern eher mit zum Beispiel halt Obstipation, also der Darm arbeitet nicht. Opium kennen wir somatisch auch mit der Idee, mit dieser Schmerzlosigkeit, eine Empfindungslosigkeit, was auch in Trägheit übergeht. Die können halt auch schläfrig sein. Das kann auch mal ein deliranter Zustand sein, wo sie eigentlich auch nicht wissen, was sie sagen, wo sie dir auch das Blaue vom Himmel erzählen oder irgendwelche Lügen erzählen. Aber Opium hat nicht so sehr dieses Nervöse, das Zittrige. Also die gehen dann eher völlig in die Entspannung und sind völlig apathisch. Und auch bei fieberhaften Erkrankungen haben wir eigentlich eher nicht mit Opium als Arzneimittel im akuten Zustand was zu tun. Dann die in Verbindung mit Durstlosigkeit, Blässe und die Schwäche, auch Schwäche im Fieber eventuell, was wir bei Gelsenium haben, haben wir natürlich auch bei China. China eben das Mittel allgemein auch für Schwächezustände, oft aber auch Schwäche längerfristig. Also Verlust von Körpersäften ist ja die große Ätiologie von China. Das heißt, ganz egal, ob es jetzt die Menses ist, ob es eventuell das Stillen ist, ob es Folge von Durchfällen, von Schwitzen, von Fieber, aber von der Ätiologie her eher Verlust von Körpersäften, was sie dadurch sozusagen schwach macht, wo ich das aber in der Ätiologie habe. Da gibt es also so eine Form von Auszehrung, durchaus auch Magen-Darm-mäßig mit einer Aufblähung des Bauches. Aber da ist die Schwäche in Folge von oder von chronischen Krankheiten, von auszehrenden Krankheiten. Fieber, Kopfschmerzen, Beschwerden durch Schreck haben wir auch bei Belladonna. Aber Belladonna ist, wie ich vorhin schon so versucht habe, so ein bisschen ist eher von der Temperatur her schneller, also geht schneller auf den Höhepunkt. Und Belladonna ist vom Grundtyp ist einfach robuster. Die sind knallrot, die sind hitzig, da ist nicht dieses Ängstliche wie von Gelsenium. Also wir haben das zwar im akuten Entzündungsstadium, da ist Belladonna aber halt eben schneller, da haben die auch kein Zittern, sondern da geht schnell die Temperatur hoch und der Körper reagiert mit Röte, mit Hitze, mit sonst was. Aber diese Schwäche ist da nicht so ausgeprägt. Die sind vielleicht nicht ganz so ansprechbar im hohen Fieberzustand, aber ich sag mal, sie sind irgendwie noch präsent. Sie sind nicht so zittrig schwach, dass man irgendwie Angst um sie haben muss, wie vielleicht Gelsenium. Dann hatten wir Nux Vomica, das hatten wir aber vorhin auch. Das brauche ich eigentlich nicht großartig nochmal aufzuzählen, was eben auch mit Herzklopfen, mit Kopfschmerzen zu tun hat. Da kommen halt nur, Nux Vomica kommt da sozusagen mit rein, weil die eben auch diese Besserung durch Aufputschmittel haben. Also was wir bei Gelsenium mit Alkohol und Kaffee haben, hätten wir natürlich bei Nux Vomica auch. Aber wir haben da halt eher diese Folge von zu viel bei Nux Vomica, egal was zu viel, ob Medikamente, ob Arbeiten, die Lebensumstände, die irgendwie
über das Maß hinausgegangen sind. Und Nux vomica hat auch eher nichts mit Diarrhöen zu tun, sondern eher mit Obstipation. Die Durstlosigkeit, die wir bei Gelsemium haben, hat natürlich Pulsatilla auch. Auch bei Fieber gerade. Aber Pulsatilla ist halt dann auch im Krankheitszustand, braucht Gesellschaft. Also Pulsatilla tut Gesellschaft gut. Die brauchen halt Trost. Die wollen sozusagen nicht ihre Ruhe haben. Die wollen wenigstens, dass jemand da ist, dass sich niemand neben sie setzt. Und Pulsatilla hätte auch immer eine Besserung bei leichter Bewegung. Frische Luft, leichte Bewegung tut Pulsatilla gut. Dann noch eins. Genau. Eins noch, wenn wir vielleicht die Ausgangssituation von Gelsemium nehmen, dass sie etwas überwältigt, dass eine Situation, was ihnen begegnet, zu viel ist und sie deswegen sozusagen sich auch zurückziehen, sich abgrenzen, in die Ruhe gehen, dann hätten wir dieses Grundkonstrukt auch durchaus bei Sepia. Also auch Sepia könnte, wenn mir eher auffällt, dass es zu viel ist, eine Überforderung der alltäglichen Pflichten oder wie auch immer, kennen wir das auch von Sepia. Auch Sepia grenzt sich dann ab, möchte Ruhe haben, kann auch reizbar sein, kann auch nörgelig sein, dieses überreizte, nervöse. Auch Sepia neigt durchaus zu Schweißen. Also Schwitzen am ganzen Körper. Wobei Sepia da in Sicherheit gut für sich, wenn sie schafft, sich so abzugrenzen, tut ihr das schon mal gut. Wir kennen es ja von dieser überlasteten Hausfrau, das klassische Bild von Sepia. Aber was da dann auch ganz klar ist, dass wenn wir uns dann die Modalitäten angucken, dann hat Sepia natürlich einfach eine Besserung bei Bewegung. Und zwar bei starker Bewegung, bei heftiger Bewegung. Ruhe geht so gar nicht dann bei Sepia. Frische Luft ist gut, Anstrengung ist gut, Wärme ist gut, Gewitter ist gut. Also alles das, was sozusagen... Man könnte beinahe denken, in Sepia vielleicht was auslöst oder was zum Entladen bringt, im Außen wie im Innern, in den Fluss tut dann Sepia gut. Das würde Gelsemium nie machen. So, das war so das, wo ich so gedacht habe, da sind so verschiedene Bereiche, die uns eventuell begegnen können, dann in der DD. Vielen, vielen Dank.